Name ist Jean-Pierre Kobi und ich habe angefangen als Tiny House Bauer und heute berate ich Firmen, aber auch Privatmenschen, die Tiny House Projekte realisieren wollen. Also meiner Meinung nach sollte man kein Tiny House fest mit einem Anhänger verbinden. Das ist ein ganz großer Fehler. Man sollte es immer auch so aufbauen, dass es eine Ladung bleibt und man sozusagen einen festen Holzrahmenbau hat, der dann wiederum auf einen Anhänger abgestellt werden kann oder eben aber auch auf dem LKW transportiert werden kann. Idealerweise eben auch für längere Strecken. Es sollte definitiv immer auch darauf, dass auf die Gewichtsverlagerung geachtet werden. Wenn man eben gerade das auf dem Anhänger transportieren will, muss eben der schwerste, also Ofen oder irgendwie Küche am besten vor der Achse sitzen, sodass eben das Gewicht auch auf die Achse, auf die Deichsel gelegt wird. Also auf keinen Fall hinter die Achse. Ganz großer Fehler, der dann auch immer gemacht wird, es wird halt irgendwie geplant mit 3,5 Tonnen on Wheels und dann ist irgendwie aber dann beim Einrichten doch alles drüber. Wenn man dann diese Möbel und die ganzen Klamotten drin hat, kann man es eigentlich nicht mehr umziehen, wenn man es überladen. Das ist eigentlich der ganz große Fehler.